schizophren. Wir haben uns am MIT kennengelernt und er hat in 15 Jahren jemandem etwas getan. Er ist brillant. Sein Verstand erkennt Zusammenhänge, die niemand sonst sehen würde. Das macht ihn zu einem so fantastischen Ingenieur. Aber wenn er die Medikamente absetzt, dann werden aus diesen Fähigkeiten Wahnvorstellungen. Die Verschwörungstheorien. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Zuvor einem Monat. Und Sie wissen nicht, wo er ist? Tut mir leid, nein. Mrs. Carter, wenn er wirklich in einem so bedenklichen Zustand ist, wäre es auch zu seiner eigenen Sicherheit, wenn wir ihn finden. Versuchen Sie es am Plummerpark. Er spielt da gern Schach. Er sagt, das beruhigt ihn. Wenn wir ihn finden, wir würden es mir das reden. Wenn man viel Zeit mit einem Verrückten verbringt, merkt man so einiges. Ich muss sagen, diese kleine Anleitung gefällt mir überhaupt nicht. Naja, wer sich die Zwangsjacke anzieht. Komm ich deinetwegen ganz bestimmt nicht. Jonah? Was ist? Ich habe seinen Namen gesagt, es war dein Ton. Los. Dafür, dass Jonah es war. Abgesehen von der Leiche und der Waffe, die er bei sich hatte.
Warum sollte der Typ ausgerechnet bei Jonah einbrechen? Und ein 38er ist nicht unbedingt selten. Außerdem sagt er, Elvis will ihm was anhängen. Jetzt fängst du aber an zu spinnen. Verschwörungen fangen in der Wirklichkeit an. Ich dachte, die fangen in der Encino an. Das ist nicht witzig. Willst du wissen, wieso? Sag's nicht. Weil Elvis doch ein Leben ist. Ich glaub nicht, ich bin verrückt. Das kommt hier neuerdings ziemlich oft vor. Das habe ich nach der Überprüfung der Fingerabdrücke gesagt, wie der Typ heißt. Larry Hudson, wieso? Stimmt. Ich habe sie nochmal gecheckt und jetzt heißt der David Lightman. Ja, hier geht wirklich was vor. Fang nicht gleich wieder mit Verschwörungstheorien an. Das ist bestimmt ein Tippfehler.